Also Boris Rhein ist der strahlende Sieger der Wahlen in Hessen gewesen. Herr Aiwanger, die Freien Wähler in Bayern, ein überragendes Ergebnis. In Hessen haben Sie es nicht geschafft. Wie beurteilen Sie so etwas? Also ich glaube, in Bayern liegt es einfach an der traditionell konservativen Haltung der Freien Wähler und an der Person von Herrn Aiwanger, dass die Freien Wähler da so stark abgeschnitten haben. In Bayern sind die Freien Wähler eher aus dem, ich sage mal, Milieu der CSU hervorgegangen und vertreten demgemäß auch eine konservative Politik. In Hessen ist es anders. Die Freien Wähler sind eben eine unideologische, eher pragmatische Partei. Und das bedeutet, sie ist eine Partei, die heterogen ist. Die Freien Wähler in Hessen sind nicht die Freien Wähler von Herrn Aiwanger in Bayern. Das haben die Wähler in Hessen auch gemerkt. Wenn man Freie Wähler wählt, bekommt man nicht Aiwanger, sondern bekommt man eher linke Freie Wähler. Und deswegen sind die Stimmen nicht bei den Freien Wählern so jedenfalls so gelandet wie in Bayern.